Mal. Das sieht immer so einladend aus. Das heißt wie, Freunde, buongiorno, buenas tardes. Wir freuen uns sehr. Wir haben heute Folge 193. Ich glaube. 194, lieber Steffen, wenn ich Mann, nicht wäre. oh Mann, wenn der Herr Barton nicht wäre. Freunde, 100, Folge 194, Abseits der Fußball-Podcast. Lehnt euch zurück, wir haben heute einen fulminanten Kracher. Und wir haben so viele Notizen, weil wir haben uns jetzt gerade schon darauf geeinigt, dass wir ein mehrtägiges Special machen, weil wir so viele Fragen haben. Und wir haben uns übrigens, wir sind nicht ohne, wir haben vorab extra gefragt, wir haben uns aufs Du geeinigt. Mit dabei natürlich unser lieber Freund, Eintracht Frankfurt-Experte, Fußballfachmann Christian Leini-Barton. Guten Abend, vielen Dank. Und seit knapp 40 Jahren an meiner Seite. Ich glaube es immer noch nicht. Steffen Vielen Hertlein. Dank, ich bin zu Tränen gerührt. Ja. Und wir haben heute, und wir haben ja oft das Thema, dass wir über die Schiedsrichter reden, uns vielleicht ab und an mal emotional zeigen, was das Thema Schiedsrichter betrifft. Und heute haben wir einen absoluten Fachmann. Er ist einer der weltbesten Schiedsrichter. Er hat ein Buch herausgebracht, seit dem 27.04. auf dem Markt. Und zwar nennt es sich Aus kurzer Distanz, erschienen bei Econ. An dieser Stelle auch viele Grüße an Sandra Paule Schadow vom Utstein Verlag für die Unterstützung. Wir haben viele Fragen. Wir freuen uns sehr auf, meine Damen und Herren, Felix Brüch. Und wir sind per Du. Also hallo Felix, willkommen. Vielen Dank, dass du da bist. Hallo ihr zwei. Ja, freut mich auch. Seid richtig gut drauf. Ja, vor allen Dingen, ich höre sehr, sehr, sehr viele Podcasts. Viele meinen, ich habe gar keinen Job, weil ich so viele Podcasts höre. Aber es ist so, Schiedsrichter sind auch in Fußball-Podcasts rar gesät. Also sehr selten, dass ich das. Ich glaube, einmal habe ich Dennis Aitekin gehört und das ist schon 2, 3 Jahre her. Deswegen vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat. Jeden Fall. Und ich würde, Steffen, Ich wollte ganz loslegen. kurz, Herr Ja, Barton, ganz bitte. kurz, Natürlich, weil der natürlich. Gast ja immer die erste Frage, direkt die erste Frage, Felix, an dich stellen. Wann bekommt der Leini die rote Karte? Der Leini. Das bin ich, ja. Das ist der Also Mann mit alles Brille, Leini. ja. Nee, also ich glaube, heute gibt es keine roten Nein. Karten. Ich bin jetzt wirklich ganz entspannt und gut drauf und ich glaube, dass wir eine ganz gute Ebene finden werden. Das ist Herr Barton. Felix, meine Frage ist, und vielleicht auch die Frage vieler Fußballfans, weil man kennt immer den Schiri, früher war es der schwarze Mann auf dem Platz, und man weiß ja gar nichts über Schiris sonst. Wie wird man Profi-Schiri? Also ich stelle mir das so vor, ein junger Felix Brüch, der mit 20, Mitte 20 vielleicht im Amateurbereich pfeift oder in den unteren Klassen, wird man beobachtet? Gibt es Weiterempfehlungen? Gibt es Scouts? Wie läuft sowas ab? Ja, das ist ein langer Weg. Also man fängt mal an also wenn ich was so als Fußballspieler, braucht das schon auch eine gehörige Portion Fußball, Interesse und auch Fußballsachverstand. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen zu pfeifen. Ich habe erstmal in der Schule Schulspiele gepfiffen, habe dann gemerkt, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, da zu kommunizieren, zu vermitteln, auch zu entscheiden. Ja, das ist ja dann auch die Aufgabe. Habe dann nochmal diese Prüfung gemacht, diese offizielle, die nicht so schwierig ist, man muss nur die Regeln lernen. Und dann habe ich angefangen, ganz unten in der C-Klasse damals im Kreis die Spiele zu pfeifen. Und ja, ich war damals recht jung und damals gab es noch nicht ganz so viele junge Schiedsrichter. Und ich bin damals auch aufgefallen, ja, auch den Spielern, ja, die haben mir damals schon noch relativ früh gespiegelt, dass ich das ganz gut mache. Und man wird dann beobachtet und ja, dann bin ich eben Step by Step die Ligenpyramide aufgestiegen und war dann mit 22 in der Bayernliga. Das ist bei uns in Bayern die höchste Amateurklasse. Und ja, dann gab es schon mal so die eine oder andere Situation, wo ich an meine Grenzen gestoßen bin, mangels Erfahrung und auch mangels Persönlichkeit, die einfach dann gefehlt hat. Aber ich habe dann mich durchgekämpft und mit 25 in der zweiten Bundesliga und mit 28 in der ersten Bundesliga, also relativ recht früh. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch diese Reiserei, nie ein Heimspiel zu haben, immer auf dem Sprung zu sein, auch diese Stimmungen auf dem Platz dann wahrzunehmen und zu verarbeiten. Meistens ist es sehr gut gelaufen, aber auch mal schlecht. Und da musste man eben danach kommunizieren und eben auch mal sich irgendwo auch dann verteidigen und wehren. Also das war wirklich auch gerade die Amateurzeit eine wunderschöne Zeit. Danach im Vereinsheim mit den Verantwortlichen sitzen. Also das ist wirklich so, man wächst da rein und ist irgendwann mal noch überfordert. Das war auch dann so bei mir so in der Bundesliga, die ersten ein, zwei Jahre, klar, dann, das war natürlich dann irgendwie ohne Vorbereitung. Die Jugendspieler heutzutage kommen aus dem NLZ und haben auch so eine gewisse Vorbereitung durch ihre Trainer, spielen Jugendbundesliga, kennen auch schon die ganzen anderen Vereine und wir Schiris kommen da halt irgendwie rein und sind plötzlich da. Ja, man muss sich eben dann viel selber durchkämpfen. Klar hat man auch die Verbände im Rücken, aber das meiste macht man sich selber aus. Und ja, war eine spannende Reise. Und dann ging es eben noch weiter und immer weiter und irgendwann durch die ganze Welt.
Wahnsinn. Würdest du das denn heute noch jungen Menschen empfehlen? Weil wir haben auch natürlich immer wieder im Podcast das Thema Schiedsrichter und auch teilweise, was dann in, also nicht in der Liga passiert, auch in Berlin, in den Amateurligen, sei es wie. Also würdest du das heute noch mit all dem drumherum, mit VAR, mit Technik, mit Social Media, kann man das heute noch empfehlen, den Job des Schiedsrichters? Also wenn es ein junger Mensch dich fragen würde, soll ich das machen beruflich? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde schon erstmal abwägen, weil man natürlich auch wahnsinnig viel Zeit investieren muss. Das ist natürlich ein unglaublicher Zeitfresser. Jedes Wochenende ging drauf. Ich möchte nicht wissen, wie viele Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten oder Partys ich ablehnen oder absagen musste, weil ich eben unterwegs war. Das ist natürlich auch dann fürs Privatleben nicht einfach. Es ist aber für die Persönlichkeit unglaublich spannend. Ja, die Entwicklung der Persönlichkeit wird natürlich dadurch unglaublich gefördert und man reift und wächst dann an den Aufgaben. Aber was du sagst, ist vollkommen richtig. Wir haben massive Probleme, gerade im ersten Jahr von jungen Schiedsrichtern, die dann eben diesen einen Moment haben, der nicht schön ist. Die Anfeindung nach dem Spiel oder die Beleidigung ist leider zugenommen im Vergleich zu meiner Zeit. Und da hören ganz viele wieder auf. Und da muss man eben durchkommen, durch dieses erste Jahr oder die ersten beiden Jahre. Und möglichst dann irgendwann auch im Gespann auftreten. Wenn man zu dritt zum Spiel fährt, ist man natürlich auch ein bisschen sicherer, als wenn man erstmal alleine fährt. Ja, dann hat man irgendwie auch eine Stabilität. Es ging mir auch in der Champions League so, ja. Wenn ich mit meinen Assistenten vorm Spiel in der Kabine saß und draußen brodelt die Masse, 70.000, wenn ich da alleine gewesen wäre, das wäre ein unfassbar, unglaublicher Impact auf mich gewesen. So war ich eben dann zu dritt und zum Teil auch zu fünft. Wir hatten normalerweise diese Torrichter in der Champions League. Das hat mir dann natürlich schon Sicherheit gegeben. Und war für mich ganz wichtig. Aber so war es am Anfang auch. Und aber es gibt so viele positive Aspekte. Und ich habe das auch versucht, im Buch zu beschreiben, diese Faszination, diese Komplexität dieses Jobs. Also ich würde es wieder so machen. Natürlich auch jetzt rückblickend mit dem Erfolg, den ich hatte und mit den ganzen Erlebnissen. Das war schon wirklich eine tolle Zeit. Ist es immer noch. Ich bin noch gar nicht fertig. So ist es. Jetzt, du warst am Freitag Schalke gegen Hertha. Genau. Ja. Auch ein tolles Spiel, ja, Bundesliga, ja, Freitagabend, Ruhrgebiet, super. Ja. Jetzt gibt es ja die jedes Jahr diskutierte und gerade seitdem Manuel Gräfe abgetreten musste, diskutierte Frage oder beziehungsweise ihr habt ja auch eine Altersbegrenzung, bis wie viele Jahre ihr pfeifen dürft. Wie ist es aktuell, 47, 46, 7? Genau, also so diese Altersgrenze gab es jetzt nie so wirklich und jetzt weicht auch alles gerade auf. International pfeifen die jetzt auch schon länger. Ich ja auch damals bei der Euro war ich auch schon über diese, ja, wie soll ich sagen, imaginäre Altersgrenze herüber. In der Bundesliga wurde das jetzt auch so ein bisschen aufgeweicht und mir wurde auch jetzt schon quasi signalisiert, dass ich noch ein Jahr länger pfeifen kann. Ich wäre jetzt dann 47, ich werde jetzt 48 im August und wir haben uns jetzt vereinbart, dass ich noch ein Jahr länger pfeifen darf, wenn ich den Leistungstest bestehe, wenn ich gesund bleibe, wenn ich fit bleibe, wenn ich auch gut bleibe. Natürlich ist es auch ein Leistungsprinzip. Aber diese Altersgrenze, so wie sie immer beschrieben wird, die gab es eigentlich, glaube ich, nie wirklich oder zumindest sie gibt es jetzt auch nicht mehr. Ich finde es auch immer unfair, wenn einer mit 55 noch so fit ist, dass er, also warum denn nicht? Jetzt habe ich gelesen, dass Schiedsrichter auch immer einem Verein als Mitglied gehört. Ist das Pflicht oder kann auch ein vereinsloser Schiedsrichter werden? Nee, das ist Pflicht, hängt auch mit der Versicherung zusammen. Gerade so in den Anfangsjahren braucht man einen Verein, dass man eben versichert ist, sportlich versichert ist, aber auch, ja, mal für den Fall, wenn irgendwelche Sportgerichtsangelegenheiten kommen, da wird man über den Verein angeschrieben. Man muss ja auch mal als Zeuge aussagen, als Schiedsrichter, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine rote Karte hatte oder dann gibt es eine Sportgerichtsverhandlung. Also es geht nicht. Man braucht einen Verein. Ich habe immer noch meinen Verein. Das ist ein ganz kleiner Verein im Münchner Norden. Da habe ich früher Fußball gespielt in der B-Klasse und das ist immer noch mein Verein. Den Verein gibt es nicht mehr so in der Form wie früher. Aber ich habe immer noch Kontakt zu meinen Jungs von früher, mit denen ich in der ersten Mannschaft gespielt habe. Und wie gesagt, ich bin dem Verein immer noch angeschlossen. Ich habe noch eine Frage dazu, Steffen. Und zwar, das heißt, du darfst natürlich diesen Verein nicht pfeifen. Das ist klar, wegen Parteilichkeit. Aber wie ist es? Viele Fans werden das wissen, aber vielleicht nur noch mal für die ganz wenigen unter den Leuten, die es gar nicht wissen. Das heißt, du dürftest die Stadt, in der du geboren bist oder in der du Mitglied bist, schon pfeifen, nur nicht diesen Verein? Oder ist die Stadt auch tabu? Weil es heißen könnte, ja, der ist da und da geboren, das ist ja... Die ganze Stadt ist tabu. Also ich komme aus München, das heißt, ich pfeife nie Bayern oder 60, auch nicht Unterhaching, das geht dann auch nicht, das ist ja nicht auch München. Es war früher mal sogar ganz Bayern blockiert, aber dann kam die Pandemie und dann in der Anfangszeit, nach der Pandemie,
Wurde das danach aufgehoben, weil wir damals eben nicht so weit fahren sollten, um die Übernachtung auszusparen, dass wir eben uns nicht vor dem Spiel irgendwo infizieren. Und das wurde jetzt nicht wieder zurückgedreht, was ich auch gut finde. Das heißt, ich kann in Augsburg, Nürnberg, Regensburg pfeifen, nur nicht eben in München. Ah, okay. Wir haben so viele Fragen. Ich wollte mal, womit wir machen weiter. Das ist wirklich, also auch einfach wirklich ein schönes Buch auch für Fußballfans. Lass uns mal bitte mit dem VAR, großes Thema. Ich mache mal die Kurzfassung der Frage. Unter anderem ein Marcel Reif, der bei Reif ist live sagt, okay, eigentlich abgehakt, Haken dran, Feierabend. Ist das für dich ein gutes Werkzeug als Schiedsrichter, VAR, mit all dem, was dazugehört? Oder wie stehst du dem VAR gegenüber? Also für mich ist er ganz wichtig, ist für mich so ein doppelter Boden und ich sage auch ehrlich, ich würde jetzt nicht mehr ohne VAR antreten. Ja, das ist für mich einfach eine gewisse Stabilität. Ich habe das jahrelang gemacht in der Champions League, bin ich dieses maximale Risiko eingegangen und ich habe es irgendwie auch geliebt, dieses Risiko, aber jetzt, nachdem ich eigentlich so ziemlich alles mal erlebt habe, würde ich das Risiko nicht mehr eingehen wollen. Man muss es halt irgendwo diesen VAR als Schiri richtig anwenden. Wichtig ist, dass der Schiri auf dem Platz die Autorität ist, die Instanz, die entscheidet. Also man darf nicht zu sehr in diesen VAR reinhorchen. Aber wenn es mal eben nicht funktioniert und wenn man mal eben auf dem Schlauch steht oder falsch steht oder auch einen schlechten Tag hat, ja, dann kann der VAR eben schon helfen und kann eben große Fehlentscheidungen reparieren. Was nicht funktioniert mit dem VAR sind diese Entscheidungen im Graubereich, diese 50-50 Entscheidungen, da wird man keine Lösung finden, weil die ist auf dem Platz genauso schwer zu treffen wie vor dem Bildschirm und damit müssen wir Fußballfans einfach leben, ja, dass es Entscheidungen gibt, die man nicht hundertprozentig auflösen kann, die man nicht zu Zufriedenheit aller treffen kann und das kann auch mit dem VAR nicht passieren und ja, wie gesagt, der VAR, damals sind wir so ein bisschen angetreten mit dem Motto, über das lösen wir alle Fälle, das wird im Fußball nie passieren. Aber wirst du da selbst, ne? Also wenn man sich dann, also man hat eine strittige Szene und irgendwie man schwitzt selbst und ist ausgepowert und Stimmung im Stadion und 50.000, 60.000 Leute und entscheidendes Spiel und dann guckst du dir diese Szene am Bildschirm an, also hast du selbst einen Punkt, wo du sagst, du wirst nach 1, 2, 3 Minuten selbst nervös oder wenn die Stimmung im Stadion kippt oder wenn du das Gefühl hast, okay, selbst die Bilder geben mir nichts oder kann man da, hast du da ein Werkzeug zu sagen, nee, es ist egal, was drumherum passiert, ich konzentriere mich nur auf das, was ich jetzt da im Bildschirm sehe? Genau, also 3 Minuten dauert ja nichts. Das darf so lange darf es nicht gehen, weil dann ist es kein klarer Fehler. Also dann braucht man nicht rauslaufen. Also, natürlich ist es ein komisches Gefühl, da das Spiel zu unterbrechen und rauszulaufen. Das war gerade am Anfang ein bisschen kompliziert und das mussten uns auch alle erst dran gewöhnen. Aber mittlerweile habe ich das ganz gut für mich raus, weil ich es eben als zweite Chance sehe, diesen Bildschirm, dass ich eben die zweite Chance habe, eine Entscheidung richtig zu treffen, wenn ich es am Platz nicht geschafft habe. Aber ich bin nicht nervös, ja. Ich habe auch keine Angst. Also als Schiri darf man auch keine Angst haben vor dem Entscheiden. Ja, wir müssen im Spiel 220 Entscheidungen treffen und immer weiter. Und wenn man da irgendwo Angst bekommt, dann entscheidet man nicht mehr. Angst ist ein ganz schlechter Begleiter. Ich habe Respekt vor der Aufgabe, gerade vor dem Spiel. Aber wenn ich da mal im Spiel bin, dann versuche ich einfach da auch meinem Instinkt und meinem Unterbewusstsein zu trauen. Und dann habe ich keine Angst und auch keine, keine Nöte mehr. Ich muss mal ganz kurz hier mein Handy auf laut durchstellen. Jetzt kommt natürlich. Das rein. Ja, okay, alles klar. Gut. Meldet sich gerade die UEFA oder die FIFA? Bitte, ja, können auch. Liebe Grüße! Es geht um die Abendplanung heute. Ja, ich wollte eine Frage, die eine ähnliche Kerbe schlägt, und zwar das Thema Handspiel ist ja auch jede Woche. Wann ist es Hand, wann ist der Arm angelegt? Ist wenn der jetzt, Arm hin oder nicht? Oder? Ja, wenn jetzt aber etwas dann auch von der Öffentlichkeit so sehr aufgebauscht wird, was ja auch klar ist, irgendwo der Doppelpass redet darüber, die Zeitungen schreiben alle darüber, wir reden hier natürlich auch drüber. Ist es nicht so, dass man, vielleicht jetzt nicht unbedingt bei der Regel, aber ein Schiri ist ja auch ein Mensch, dass man sich dann auch manchmal denkt, oh, das hätte jetzt echt nicht sein müssen, das gibt nur Diskussion. Oder blendet man das völlig aus und sagt sich, das ist jetzt neue Regel oder das ist jetzt neu im Fußball, damit müssen wir einfach klarkommen. Klar, denke ich mal, also das hätte ich jetzt nicht unbedingt entscheiden brauchen oder die Szene hätte ich nicht unbedingt haben müssen, bei 0:0 in der 95. Minute noch ein umstrittenes Handspiel. Das ist ganz klar, das macht mir keine große Freude. Aber das ist meine Aufgabe. Ich trete jede Woche an, um diese Entscheidungen zu treffen und diese Konfliktfälle zu lösen. Und das ist mein Job. Ja, dafür laufen auch viele Spiele immer gut und geräuschlos und dann hat man eben dann auch eine Freude. Aber es gibt eben auch die Tage, wo man sagt, ja, also heute war das schon sehr undankbar, mein Job.
Wie, glaube ich, bei jedem. Ja, also ich denke mal, jeder hat den Job. Also es ist ja nicht alles immer nur toll und schön. Ja, ich mache einen Podcast mit dem Leini, ich weiß, wovon du redest. ich glaube, weil du es auch im Buch thematisierst, natürlich einfach ein Thema, es geht relativ früh damit los, das Spiel damals Serbien gegen Schweiz oder auch das legendäre Phantomtor. Hast du Werkzeuge für so Momente, wo man sagt, irgendwie, okay, das war einfach, das lief nicht so, wie es hätte laufen können. Wie geht man dann, also gerade wenn es dann auch medial oder Social Media oder so bearbeitet wird, was gibt es für Werkzeuge, wenn man was gemacht hat oder einen Tag erwischt hat, wo man sagt, na, das ging ein bisschen daneben? Ja, gute Frage. Was macht man dann? Also erstmal muss man das irgendwie verarbeiten und ein bisschen auch zurücktreten und das irgendwie auf sich wirken lassen. Es bringt meistens nichts, dann nochmal gleich weiter in die Offensive zu gehen. Damals, wenn du redest vom Spiel von der WM, ja, das ist dann irgendwo auch nicht so richtig reparabel. Das ist dann eine andere Geschichte, als wenn es in der Bundesliga am 25. Spieltag passiert. Ja, dann sollte es auch nicht in die Hose gehen, aber dann ist es halt, dann geht die Bundesliga wieder weiter am nächsten Spieltag. So eine WM ist halt eine Sache, auf die man sich vorbereitet, eigentlich 4 Jahre lang, und dann sollte es funktionieren. Es war damit schon ein bisschen dramatisch. Ich habe dann meine Werkzeuge gehabt. Ja, ich habe dann immer auch versucht, für mich selber da zu sein und habe viel gemacht im Rahmen von Physiotherapie oder Akupunktur, also auch wirklich, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Ich habe natürlich auch dann meine Sparringspartner gehabt, also einen Psychologen oder eben auch meine Frau, meine Freunde jetzt, mit denen ich heute Abend auch wieder mal... die Abendplanung. Ja. So ist es, genau. Ja. Ja. Also ich war immer gut eingebettet sozial. Das finde ich schwierig, ganz wichtig, diese Bindung an meine Heimat. Ja, meine Heimat, da fühle ich mich sehr wohl und konnte immer wieder gut nach Hause kommen und auch für meine Familie, meine Eltern und so. Aber letztlich macht man viel mit sich selber aus, ja, und muss dann eben wissen, wie geht man jetzt dann weiter und wie geht man in die nächsten Spiele, ja, die nächsten Spiele nach so einem Aufschlag sind nie toll und da fühlt man sich dann auch die Wochen davor und die Wochen danach einfach mies und dann läuft ein Film ab und man muss sich immer wieder quälen und auch die Nacht vorm Spiel, da, dann schläft man schlecht, dann wird es ein Negativkreislauf. Also so eine Zeit macht keinen Spaß. Da muss man durch, muss man eben dann über 5, 6, 7, 8 Wochen möglichst fehlerfrei und geräuschlos seine Spiele pfeifen, um immer wieder aus dieser Spirale rauszukommen. Aber das kennt jeder Fußballer. Ja. Jeder Stürmer, der wochenlang nicht trifft, oder jeder Torwart, der dann mal 3 Eier fängt und so. Ein Trainer, der 3 Spiele verliert, weil er falsch die Mannschaft aufstellt, der ist im 4. Spiel auch unentspannt. Ja, das ist so, das ist meine Aufgabe, das zu erkennen als Schiri, aber eben auch vor allem meine Aufgabe für mich selber, das irgendwo zu verarbeiten und zu kanalisieren. Jetzt hat man so als Fan oder ich habe als Fan das Gefühl, dass der Schiri mittlerweile nicht mehr so den Respekt genießt wie früher. Also ich meine, wenn jetzt früher ein Bernd Heinemann kam oder ein Helmut Krug oder ein Pierluigi Collina, ich meine, der musste ja nur gucken, da hast du ja schon Angst bekommen. Man hatte mehr so das Gefühl gehabt, das waren mehr Respektpersonen. Worauf ich hinaus will ist, wirst du oft auf der Straße beim Einkaufen oder so angelabert von Fans, der hat uns verpfiffen, was hast du denn da wieder? Oder wirst du da wirklich in Ruhe gelassen, weil in dem Moment bist du der Privatmensch und du hast deine Ruhe und du bist der Spielleiter? Ja, also Privatmensch bin ich leider nie. Also ich kann meine Uniform nie ablegen. Ja, ein Polizist legt die Uniform ab und geht ins Schwimmbad und dann ist er ein Privatmensch. Ich bin immer der Schiedsrichter. Wenn ich angesprochen werde auf der Straße, heißt der Schiedsrichter. Manchmal sage ich auch, hey, ich bin der Felix und ich bin auch erstmal ein Mensch. Hier in München natürlich, das ist auch das Gute an dieser Regelung, werde ich natürlich nicht auf Spiele angesprochen, weil ich München nicht pfeife. Das heißt, habe ich eher meine Ruhe, die Leute kennen mich und klar reden sie mich an und wissen auch, was ich mache, aber jetzt nicht so, wie du das gerade beschrieben hast. Anders ist es natürlich um die Spiele rum, wenn ich zum Spiel fliege oder fahre und dann auch wieder nach Hause fahre. Aber du wirst überrascht sein, wenn ich angesprochen werde, ist es immer unglaublich wertschätzend, weil die Leute auch dann wissen, was ich für einen Job mache, wie schwierig der ist und wie komplex der ist. Eigentlich ist es eher so interessiert, so wie ihr jetzt beide gerade seid. Ja, was machst du da? Wie läuft es? Und also ich werde eigentlich wirklich nie angepöbelt, obwohl ich jetzt auch immer öfter erkannt werde. Aber so dieses Anpöbeln, was man sich so vorstellen könnte, das passiert in der Öffentlichkeit eigentlich überhaupt nicht. Dürftest du dich jetzt eigentlich zu Fällen, zum Beispiel wie Tuchel Nagelsmann oder so oder WM in Katar, dürftest du dich da rein theoretisch öffentlich zu äußern oder wird da eher geraten zu sagen, nee, du bist Schiri, bleib neutral, du bist die Schweiz und bitte Kontenance? Genau, so ist es besser und so habe ich es auch mein Leben lang gemacht, weil ich biete ja schon genug Angriffsfläche auf dem Platz durch die Entscheidungen, die wir gerade besprochen haben, die umstritten sind, ja, wo ich dann eh nichts allen recht machen kann. Also habe ich immer meine Maxime gehabt, dass ich nicht obendrauf noch Angriffsfläche biete durch mein Privatleben. Das war dann manchmal ein bisschen langweilig, weil ich eben dann auch privat irgendwo so ein bisschen mich dann ja teilweise
besten zu Hause aufgehalten habe oder in dem Umfeld, das mir gewogen war und wo ich mich wohlgefühlt habe. Aber ich habe mich nie zu Spielern geäußert und auch zu Mannschaften und vor allem auch nicht zu politischen Geschichten wie so eine WM. Ja, vor allem jetzt nicht, nachdem ich zwei WMs gepfiffen habe, warum soll ich dann über die dritte reden, ja, wenn ich schon nicht dabei bin. Ich war auch mal ganz froh, dass ich meine Pause hatte und dann habe auch gar nicht so viel geguckt. Das ist für den Schiri nie gut. Jetzt in dem Buch habe ich so ein bisschen was erklärt, aber jetzt nicht, um irgendwie schmutzige Wäsche zu waschen, sondern einfach zu erklären, was der Schiri so für Gedanken hat, dieses Nähe-Distanz-Verhältnis zu Spielern, wie sich sowas über die Jahre entwickelt und auslebt und einfach auch zu zeigen, was der Schiri alles für Themen hat, mit denen er sich im Spiel zu befassen hat. Aber sorry. Ja, das ist die Mika, das ist meine Abendplanung. Ja, hallo, Mika. So, haben wir das auch geklärt? Sorry, ja. Super, nee, kein Problem. Aber ich habe, wie gesagt, die letzten Jahre mich da immer zurückgehalten und dieses Buch war auch so ein bisschen die Möglichkeit, mal was rauszulassen. Das, was ich immer so, was mich so ein bisschen beschäftigt hat und was immer gearbeitet hat und das hat mir wirklich gut getan, das einfach nochmal alles zu verarbeiten. Du hast es selbst gerade gesagt, du hast Weltmeisterschaften gepfiffen. Wenn man sich deine Vita anschaut, Debüt in der Champions League 2008. Wahnsinn. Liverpool gegen PSV Eindhoven. Du hast ein Champions League-Finale gepfiffen. Juve gegen Real. Weltschiri 2017, DFB-Schiri des Jahres. Gab es in der Vergangenheit Spieler, wo du nervös wurdest, wo du gedacht hast, oh, ich treffe gleich auf den Lionel Messi oder ich treffe gleich auf den und den Superstar? Bist du dann auch irgendwo Fan, natürlich neutral, aber Fan, wo du dich freust auf solche Spieler, wenn du die das erste Mal siehst und mit denen arbeiten kannst? Also ihr zwei stellt super Fragen, also muss ich echt sagen, das macht mir richtig Spaß, darüber zu reden. Also genau das hatte ich nie so, also ich... wenn ich so wie das Kaninchen vor die Schlange auf den Platz gehe, dann merken es die Spieler und dann, klappt es auch nicht. Also ich bin immer auf Augenhöhe mit denen aufgetreten. Das habe ich auch bewusst so eingesetzt. Und das, manchmal hat man bei mir so gesagt, der ist ein bisschen arrogant. Ja, das hat dann so ein bisschen arrogant gewirkt. Aber letztlich war es ja auch meine Aufgabe, so zu wirken, so ein bisschen auf Distanz. Deswegen auch das Buch, die Distanz, war immer so ein bisschen auch mein Steckenpferd. Das kommt wohl, ich komme ja aus München, mitten aus der Stadt. Ja, ich bin immer mit den Menschen aufgewachsen, mitten in der Gesellschaft. Und ich hatte nie Probleme, mit auf Menschen zuzugehen. Und natürlich wusste ich, welche Spieler ich jetzt dann treffe in der Champions League. Gerade so die ersten Spiele, da war ich dann Anfang 30. Und dann, eins meiner ersten Spiele war AC Mailand gegen Real Madrid, das war eine ganz krasse Ansetzung. Damals schon hat Ramos gespielt und Ronaldinho hat noch gespielt bei AC Mailand. Und natürlich wusste ich, wen ich da treffe, aber das hat mich nicht belastet, sondern im Gegenteil eher angespornt. Natürlich toller Ansporn, dass ich mit denen auf dem Platz stehen durfte, mit den ganzen Stars. Aber ich habe immer versucht, auf Augenhöhe mit denen zu kommunizieren und ich glaube, das haben die auch gemerkt und das haben die dann auch irgendwo gewertschätzt, wie gesagt, so mit dem leichten Ruf der Arroganz, aber letztlich war das für mich einfach auch eine Möglichkeit, die Spiele im Griff zu halten. Hattest du ein Vorbild früher als junger Schiri, einen anderen Schiri, wo du gesagt hast, oh, das ist ein Vorbild für mich, wenn du das sagen darfst überhaupt, und wo du dich ein bisschen orientiert hast? Nee, ich hatte nie ein einzelnes Vorbild, aber ich hatte natürlich schon einige Vorbilder und ich habe auch schon ein paar Namen auch genannt in dem Buch, wenn ihr das gelesen habt. Da ist dann natürlich Colina mit seiner Ausstrahlung, die man aber eh nicht kopieren kann. Ja, was soll ich da machen? Ein Roberto Rossetti, der sehr konsequent war in seinen Entscheidungen, was ich auch richtig finde. Also gerade in den großen Spielen, man kann nicht da irgendwo wachsweich auftreten, sondern man muss da auch konsequent sein. Dann gab es mal Anders Frisk früher, der war so ein bisschen locker. Der war so ein bisschen locker und easy. Das hat mir auch gefallen, aber trotzdem auch konsequent in Entscheidungen. Dann war Urs Meier, Markus Merck, die waren topfit. Das war für mich auch mal ganz wichtig, die Fitness, ja, dass ich auch eben auch da quasi auf Augenhöhe mit den Spielern auftrete, ein sportliches Outfit, ja, dass die Spieler denken oder sehen, ich bin einer von ihnen, ja, ich bin auch ein Sportler. Also ich habe immer so alle angeguckt und wollte nie einen kopieren, weil die Kopie ist eh immer die zweitbeste Lösung. Aber ich habe mir von vielen was rausgezogen und dann irgendwie an meiner eigenen Persönlichkeit, an meinem eigenen Stil gearbeitet. Das finde ich spannend, weil du sagst es auch in dem Buch, es geht um den, was wir gerade kurz hatten, zum Thema Führungsspieler, dass ein, ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel es war, dass Ramos zu dir kommt und sagt, ich glaube, Viertelfinale war es, okay, Kollege, also wenn du mir kein Gelb gibst, dann kann ich im Rückspiel auch spielen. Also worauf muss man da achten, weil du sagst auch auf Augenhöhe, das heißt mal ein flotter Spruch oder Körpersprache, stramm stehen, also gab auch da wieder das Wort Werkzeug, also worauf du dann geachtet hast bei diesen Führungsspielern
Gegenüber? Also bei mir war es vor allem die nonverbale Kommunikation, ja, weil viel reden am Platz kann man nicht, das ist das Spiel auch viel zu schnell. Und ich bin auch jetzt kein so ein Gaudi-Max, merkt ihr ja, ich bin eher so ein seriöser, so ein Typ, der, also ich kann ja schon mal einen Witz machen und heute Abend werden wir auch viel lachen, ja, aber, ja. Aber im Beruf. Du bist doch gerade in München, wir kommen vorbei. Zack, Aber im Berufsleben bin ich eher so, sage ich mal, ja, einfach seriös oder halt irgendwo ein bisschen halt meine Aufgabe auch verschrieben. Und deswegen, also so einen Spruch habe ich nie über die Lippen gebracht, aber ich habe nonverbal ziemlich stark kommuniziert, auch mit meinen Augen. Ja, ich habe die Leute immer ziemlich fies, also nicht fies, aber schon direkt angeguckt. Ja, so, das war, ist mir schon wichtig auch, dass ich den Blickkontakt immer, dem habe ich immer standgehalten. Und auch die Gestik und natürlich auch mal ein Sätzchen, aber wie gesagt, das meiste passiert auf dem Platz nonverbal. Auch schon im Kabinengang, das ist ein ganz wichtiger Moment, ja, vor dem Spiel den Leuten in die Augen zu gucken, dass sie die Spieler schon sehen, ah, der Schiri, der hat es im Griff, der weiß, was er tut, Brust raus, gerader Rücken, aufrechter Gang, das sind so Sachen, die ich auch trainiert, damit ich eben schon im Kabinengang schon mal so die ersten Zweifel wegdrücke. Für uns als Fans, es gibt natürlich auch mehr Träume, die man hat. Als Eintracht-Fan war es zum Beispiel einmal einen Titel zu gewinnen als Fan. Jetzt haben wir das Glück gehabt, das zweimal innerhalb von 4 Jahren. Als du das Champions-League-Finale gepfiffen hast, natürlich bist du Profi, du warst zu der Zeit auch schon länger dabei, aber ist man dann nicht doch ein bisschen so, dass man sich selber zwicken muss und sich selber sagen muss, mit Verlaub, scheiße, ich pfeife jetzt ein Champions-League-Finale. Also das ist doch schon irgendwie abgefahren, oder? Ja, genau. Also sowas nicht vorm Spiel, aber so war es die Wochen davor. Also ich habe das 4 Wochen vorher erfahren, viel zu früh. Ich war dann natürlich, es war natürlich schon eine unglaubliche Anspannung für mich und eine unglaubliche Verantwortung. Und da habe ich dann nämlich schon mal zwicken müssen, aber das Zwicken bringt dann nichts, weil dann kommt sofort wieder die Last der Verantwortung und auch die Bürde dieser Aufgabe. Ich zwicke mich, glaube ich, mal so in einem Jahr, denke ich mal, wenn es vorbei ist. Und wenn ich auch, das Buch hat mir geholfen, mich mal zu zwicken, was ich da alles erreicht habe. Aber ich bin so ein Typ, ich gucke immer wieder weiter. Ja, was kann ich noch erreichen? Wo gibt es das nächste Ziel, was ich erreichen kann? Das nächste Spiel, der nächste Spielort auch. Ja, es gab dann immer noch so 2 Orte, wo ich unbedingt hin wollte. Das war so Stade de France zum Beispiel in Paris. Da habe ich lange nicht gepfiffen, weil ja auch da keine Mannschaft spielt. Und dann endlich mal gab es das Länderspiel in Paris gegen die Türkei. Dann durfte ich auch mal im Stade de France pfeifen zum Beispiel. Also ich war immer so, dass ich weiterging und so ein bisschen rastlos und nicht rastlos, aber halt schon motiviert. Und ich glaube, wenn es dann mal vorbei ist, dann blicke ich mit vielen Zwicken zurück. Ja, einfach eine großartige Schiri-Karriere. Hast du denn schon, gibt es schon Gedanken, Fantasien, wie es dann in 1, 2, 3 Jahren, wenn das mit der Karriere oder wenn das mit dem Schiri-Sein erledigt ist, wie es dann weitergeht? Hast du da schon Pläne oder Vorstellungen? Nee, noch nicht wirklich, weil ich jetzt auch einfach erstmal die Zeit auch noch genießen will auf dem Platz. Das ist immer die schönste Zeit, ja, sagt ja jeder Fußballer, die Zeit auf dem Platz attraktiver ist die schönste. Aber ich denke mal schon, dass ich später mal in der Ausbildung arbeiten werde und auch sollte. Ich weiß wirklich sehr viel. Ich habe mir unheimlich viele Gedanken gemacht über diesen Job. Auch viele habe ich jetzt in diesem Buch dann niedergeschrieben oder niederschreiben lassen. Ich möchte auch mal den Sven Heist erwähnen, der das Buch wirklich toll geschrieben hat. Also das war auch mit dem eine tolle Zeit, das Buch zu schreiben und immer wieder auf neue Gedanken zu kommen oder auch neue Nachfragen zu beantworten. Und also ich denke mal, dass ich da wirklich was machen könnte in der Ausbildung und da habe ich auch Lust drauf. Aber jetzt würde ich ganz gerne erstmal die Karriere wirklich zu Ende bringen. Mega. Ich wollte übrigens noch ganz kurz sagen, falls man das bei YouTube gesehen hat, es ist der Schwanz von der Katze. So, als Erklärung. Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Was ich mich immer frage, auch Schiris, und natürlich werde ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Schiris sind doch bestimmt auch Fußballfans von einer Mannschaft. So. Natürlich werde ich jetzt nicht fragen, was dein Verein ist, aber wie schwer ist denn das zurückzuhalten, wenn man Fußballfan ist? Weil in der Jugend geht man vielleicht selber ins Stadion und später heißt dann irgendwann, ja, ich habe den damals immer im Blog gesehen. Wie schwierig ist sowas, das zurückzuhalten? Ja, also bei mir war das jetzt nicht so schwierig, weil ich hier bin in München aufgewachsen und ich war früher bei Bayern und bei 60 auch im Stadion. Also die habe ich ja mal nie gepfiffen, die Mannschaften, deswegen war das jetzt kein großes Problem. Auch sonst, glaube ich, ist es kein großes Problem, weil das müsst ihr euch so vorstellen, wenn man so ein Spiel angeht und wenn man da reingeht, dann ist man so sehr fokussiert auf seine Aufgabe und so sehr damit beschäftigt, sich selbst zu schützen, ja, dass man richtig entscheidet, dass man da nicht auch nur im Ansatz auf den Gedanken kommt, mal irgendwo einen Pfiff wegzulassen oder irgendwo zu sagen, ja, das war früher mal mein
Idol, der bekommt jetzt mal keine gelbe Karte, weil das ja einfach nicht gerecht wäre und fair wäre. Auf die Gedanken kommt man gar nicht, wenn man sich in so ein Spiel reinkniet und so in so ein Spiel reinfuchst. Deswegen im Laufe der Zeit habe ich dann auch Fußball ganz anders geguckt, ja, gar nicht mehr als Fan, der ich bin. Ich bin Fußballfan. Aber ich habe dann die Spiele geguckt unter dem Aspekt, ja, was macht der Spieler, wie reagiert der, wenn man gegen ihn pfeift, kommt er zum Reklamieren, wie reagiert er gegen den Gegenspieler, was macht er mit seinen Ellenbogen, geht er im Strafraum, also grätscht der oder steht der im Strafraum im Zweikampf, geht er eher mal auf den Boden und so weiter. Also das war dann die Jahre, war das dann kein Fußballgenuss, sondern das war Arbeit, die Spiele anzugucken. Jetzt so langsam kommt wieder der Genuss, gerade in der Champions League, ja, weil ich die nicht mehr pfeife, da kann ich mal ein bisschen lockerer gucken. Aber auch Bundesliga ist so, ich weiß halt, was ich am Wochenende für ein Spiel habe und dann gucke ich die Mannschaft eben mir genau an und das ist dann Arbeit, ja, das ist dann Spielvorbereitung. Hast du denn noch einen, also wenn wir jetzt wirklich sagen Wunschkonzert, hättest du noch ein reines Wunschkonzert an die Trainer, an die Spieler, an die Fans, wenn man sagen würde, wie sollte man im optimalen Fall aus Schiedsrichtersicht mit einem Schiedsrichter umgehen? Also auf dem Platz ist es so, ich finde es immer, immer cool, wenn die nach dem Spiel kommen und sich bei mir bedanken, so wie man das eigentlich auch macht. Ja, ich habe nichts dagegen oder ich finde es auch cool, wenn es ein hartes Spiel ist, so wie am Freitagabend auf Schalke, da wurde dann auch schon mal das ein oder andere Wort gewechselt, die war ja auch ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften und da wird auch mal ein bisschen lauter geredet. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber wenn es dann vorbei ist, dann ist gut und da gibt man sich die Hand und das finde ich also auf dem Platz das Schönste und das mag ich auch sehr gern, so nach dem englischen Vorbild, das gefällt mir wirklich gut. Was die Zuschauer und Medien betrifft, würde ich mir wünschen, dass so ein bisschen diese Hysterie jetzt wieder abflaut, ja, wenn da mal wieder mal ein Handspiel ist und dann wird ewig diskutiert und ich habe es gerade schon gesagt, es gibt Entscheidungen, die wollen auch wir nicht treffen, ja, die sind einfach so umstritten und da würde ich mich einfach freuen, wenn wir erstens wieder einen Messenspielraum bekommen. Es muss eben irgendjemand muss entscheiden. Ja, wenn es ein Handspiel gibt, muss einer sagen, was ist strafbar oder was nicht strafbar. Und die eine Mannschaft wird garantiert das nicht gut finden, was wir entscheiden. Und deswegen würde ich mir einfach da wünschen, dass irgendwo wieder so ein bisschen Ruhe einkehrt und man auch mal einfach Entscheidungen akzeptiert, egal wie sie ausfallen. Hysterie ist ein guter Begriff. Ja. Hysterie ist einfach, also auch für uns als Fans oder Podcaster, Hosts, da hast du das Gefühl bei, also gerade so die Blödzeitung, aber manchmal werden Themen so, also tagelang durchgekommen, wo du sagst, also es ist so ein schöner Sport und es gibt so viel Gutes auch zu berichten, aber dann immer wieder und also sei es wie. Herr Barton, hast du noch was? Eine Sache noch und zwar, da würde ich dich gerne drauf ansprechen und zwar das Phantomtor 2013-14. Ein Ball ist durch ein Loch im Netz geflogen und man hat es nicht gleich erkannt. Und ich habe es auch selbst am Fernsehen damals, am TV-Gerät nicht erkannt. Wenn du jetzt zurückblickst auf so eine Situation, speziell diese, ärgert es einen dann oder schmunzelt man näher und sagt, verrückt, dass sowas überhaupt passieren kann? Ja, also, also auf das schmunzel ich jetzt, weil das war so, so freaky, das konnte ja wirklich keiner wissen. Und ich habe auch mal mit dem Torwart vor kurzem gesprochen, mit dem Kuhn Castells, habe ich mal nach dem Spiel gefragt, ob er das gesehen hat. Da musste er auch nur lachen, hat gesagt, ja, wie soll er das gesehen haben? Das hat kein Mensch am Platz gesehen. Und plötzlich lag der Ball im Tor. Und wenn der Ball im Tor liegt, dann ist es normalerweise auch ein Tor. Also das war wirklich... wirklich verrückt. Trotzdem, damals war es nicht gut für mich, war kurz vor meiner ersten WM und wir haben uns gerade die Medien angesprochen oder auch ganz generell so die Zeit, ja, man hat dann schon auf mich genau geguckt und ich musste dann in den nächsten Wochen wirklich unfallfrei überstehen, damit ich mich eben dann auch für meine erste WM qualifiziere. Also das war dann schon keine schöne Zeit. Aber das war wirklich, also da ist mein Verschuldensgrad minimal. Es gab dann schon mal Entscheidungen, die mir mehr wehtun, wo ich sage, ja, das war so ein Unforced Error, ja, so wie im Tennis. Da würde ich ganz gerne vielleicht auch nochmal dann einfach anders ins Spiel reingehen oder eine andere Vorbereitung haben. Aber weil du das Phantomtor ansprichst, das ist mit meinem Namen verbunden, aber das darüber kann ich wirklich jetzt nur noch lachen. Und ich muss dazu sagen, ich habe, wie gesagt, ich habe damals auch gar nicht gecheckt. Ich habe gedacht, was wollen die denn jetzt? Und dann erst Zeitlupe, Nahaufnahme, ach, da war ja ein Loch im Netz, also kommt ja auch nicht ewig vor. Hast du denn, oder auch vielleicht die ganze Karriere, oder hast du einen Moment in deiner Karriere, wo du sagst, auf das Spiel, auf die Entscheidung, auf diesen Moment, auf diese, also wie ich das gepackt habe, da bist du besonders stolz drauf? Nee, eigentlich bin ich auf meine ganze Zeit stolz. Also das, was ich da erreicht habe und diese Langlebigkeit zu verkörpern, so lange im Geschäft zu sein, immer wieder auch anzutreten und auch den Körper im Schuss zu halten. Ich muss ja dann immer wieder gucken, dass ich am Wochenende fit bin. Und das war eigentlich so die, das ist so eigentlich die größte Leistung.
auch die ganzen Champions-League-Spiele, immer wieder nach Turin zu kommen, nach Manchester, nach Liverpool und Madrid und Barcelona. Also ich denke mal, das ist so eigentlich das Größte, was ich zu bieten habe. Einzelne Spiele, klar, kommen dann automatisch, so wie das Finale, was ihr angesprochen habt, oder die WM oder die letzte Euro mit 5 Spielen. Das war natürlich auch toll, 5 mega. Spiele bei einem Turnier. Ja, also das war ein unfassbar tolles Turnier. Aber also am allermeisten stolz bin ich darauf, dass ich es so lange durchgehalten habe. Und das alles könnt ihr im neuen Felix Brüsch Buch lesen aus kurzer Distanz. Felix, vielen, vielen Dank. Ich würde gerade noch ein Foto machen. Ab dem 27.04. ist es dann im Buchhandel erhältlich, dass man uns, wie sieht denn eigentlich die Abendladung aus? Ja. Mal ganz kurz jetzt ohne. So. Herr Barton, auch mal so, als hätten Sie Zähne. Und wenn ich doch eine Bitte äußern darf, weil dann können wir das an den Anfang stellen, wenn du noch sagen möchtest, hier ist Felix Brüsch und ihr hört Abseits der Fußball-Podcast, das wäre noch mega. Mache ich gerne. Hallo, hier ist Felix Brüch und ihr hört Abseits der Fußball-Podcast. Felix, mega. Vielen, 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 vielen Dank. Du hast dein Feierabendbier mehr als verdient. Ja, es wird auch passieren. Felix, vielen Dank. Ganz viel Erfolg mit deinem tollen Buch. Alles klar. Und ihr macht wirklich ehrlich die Sperrfrist und schickt mir, habt ihr meine E-Mail-Adresse? Natürlich. Schickt mir einen Link, wenn es online ist. Ja, okay. Wenn du es gerade hier noch in den Skype, weil wir haben deinen Skype-Namen, wobei ich kann auch vom Verlag die E-Mail-Adresse, dann schick es einfach dahin. Ich wollte gerade sagen, wir sind noch auf Sendung, hallo? Ja. Nein, ist nicht live, aber ich sag mal. Alles klar. Wir schicken es dann raus. Alles Felix, Dankeschön, viele Grüße, bis dann. Ciao. Servus. Ciao.